Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Monster verdrescht und ich glaube, in der Folge wird auch nicht sehr viel mehr passieren. Alvin hat gesagt, in der Nähe ist irgendwo ein Dorf oder eine Stadt, aber naja, ob wir da heute noch hinkommen, weiß ich nicht. So, ich habe mich schon entschieden, was ich hier als nächstes aufleveln werde bei ihm. Und zwar hier, solider Schutz. Dafür müsste ich jetzt Stärke hochballern. Und was zum plus 20? Das ist verdammt viel. So, und Intelligenz. Wow, Intelligenz hat er voll wenig. Egal, bekommt er etwas dazu. Ach, wir lernen ja direkt 2. Blitzabwehr und solider Schutz. So, und mit Fertigkeiten erstmal ausrüsten. Oh! Na holla. Nein. Ich würde dann hier die lieber nehmen. Und die, ja. Die werden wir wohl nicht in Übermaß haben. Nein, hier. Myla ist ein bisschen gebrechlich, kann das sein? Hat man hier irgendwo einen Status? Ah! Okay. Da kann man die Parameter sehen. Er hat den höchsten physischen Angriff. Was? A-Angriff ist Arztangriff, nehme ich mal an. Er hat die höchste Verteidigung. Sie hat den höchsten Arzt. Was? Er hat eine höhere Stärke? Ja, wie kann er denn dann? Ich glaube. Ah ja, Jude hat, glaube ich, eine stärkere Waffe. Egal. Haha! Das war blöd. Aua. Oh. Final Kill. Wo wird er denn angezeigt? Und er muss halt links blinken. Ich versuche halt nur herauszufinden, was er jetzt blinkt hat. Aua. Okay, ich krieg das noch raus irgendwie. Wir bekommen noch verdammt viele Erfahrungspunkte, deswegen glaube ich, wir sind noch ein bisschen unterlevelt. Wo wir die Gegner ja voll fertig machen. So, westlich sollten wir hier irgendwas machen. Kein Ding. Westliche Abzweigung. Ich kümmere mich erstmal um die Quest. So, mal gucken. Hey, da war noch ein Zeichen. Jetzt habe ich keine TP mehr. So, ich würde mal gerne gucken. Bei Arzt. Ah, hier kann man sehen, was sich verbinden lässt. Kann man dann noch sehen, zu was es sich verbinden lässt? Dämonenfaust. Ja, aber man sieht nicht, zu was es sich verbinden lässt. Oh, cool. Dämonenfaust und Windlanze. Dämonenfaust, Dämonenzahn, Dämonenchaos, Servoschlag, Dreistein. Cool. Er steht auch. Ja, okay, das hat sich meine Frage mit verbundenen Dingern wohl erledigt. So. Alvin, komm her. Nee, Myla. Verdammt. Auch TP. Zack. Ja, ich sag's auch, Guardian Field. Boah, ich kenne mich schon richtig gut aus. Wo ich nur 3 Spiele gespielt habe. 4. Mit diesem hier. Fertigkeitsübertragung. Fertigkeiten, die mit markiert sind, können ihre Effekte mit dem Verbindungspartner der Figur teilen. Sie heißt verbundene Fertigkeiten. Wenn du mit ihm bei der Auswahl der Fertigkeiten einer Figur den Vorzug gibst, können deine Figur im verbundenen Zustand von einer Vielzahl mächtiger Effekte profitieren. Okay.
Wir treten den Gegnern hier die ganze Zeit in den Hintern. Aber trotzdem sind wir irgendwie am Verrecken. So, ich brauche ein paar TP. Mein Gott, wie viele Gegner sind denn hier noch? Ich habe so das Gefühl, gleich kommt ein Boss, der mich fertig macht. Oh, ich brauche TP, ich muss euch wegkloppen. Zack, komm. Einfach nur kaputt kloppen, einfach nur kaputt kloppen. Guck mal, ja, also. Nur bei normalen Angriffen lassen sie sich so verbinden, ne? Boah, jetzt hat er wieder viel TP. Und gleich schon wieder ein Level up. Schön. Finde ich gut. Hui. Ein Spinnennetz mal 4. Und ich dachte, du wärst ein Sack irgendwie. Und zack. So, ich möchte mal gucken. Guardian Field. Der normalen Angriff verändern sich dadurch auch, ne? Weil dann immer nur nach dem Ding geht. Mit dem Dämonenzahn einfach erledigt. Und wieder ein paar Level-Ups. Geil. Ich finde nur die Übergänge so geil. Fast gar keine Verzögerung. Super. Magische Schäden, in denen du gleichzeitig 4 und unten drückst. Okay. Warte noch. Abschluss der eigenen vorübergehenden Anstieg vom P angeführt. Die Schockwelle kann gefallene Gegner hochwirbeln. Okay. Ja, dann würde ich das hier mal machen. Bewegung. Und Vitalität, weil das deine Abwehr durchbrochen wird. Okay. Und hier bekomme ich TP. Ja, ist richtig so. So, dann würde ich hier noch Bewegung maximieren. Das nächste müsste ich dann hier. Okay. So, Mila. Ich werde mich schon daran gewöhnen. Ich muss mal ein paar Wege hier gehen. Blitzabwehr. KP-Wiederherstellungsabwehr. Ah, cool. Was noch? Angriff. Oh, cool. AZ-Maximum. Erstmal hier und hier. Und jetzt habe ich gar nichts gelernt. Egal. Dafür müsste ich... Ne, hier müsste ich. Sinken sie auf 0, ist die Figur K.O. Ja, sie braucht mal mehr KP. Jetzt hat sie die meisten KP, oder? Ja. Dabei ist sie hier die gebrechlichste von allen. Jetzt ja wieder volle TP. Mein Gott, ich verspreche mich hier nur, kann das sein? Ah, ich verstehe. Nicht. Aua. Wenn man langsamer angreift, dann greift er mit dem Schwert an. Wenn man schnell angreift, dann mit einer Pistole oder was? Oder auch nicht. Der einen komplizierten Kampfstil bis jetzt.
finde ich. Aber naja, werde ich mich schon dran gewöhnen. Vielleicht ist er auch einfach ein Charakter, den ich nicht steuern kann. Safran, okay. Ich drücke einfach weg und zeige, was das ist. Ja, das sind so Dinger, die die Werte dauerhaft erhöhen. Benutze ich in der Regel eigentlich nie. Und ich vergesse es einfach immer, sie einzusetzen. Zack, komm her. Wow, der Typ ist langsam. Wenn ich dein Schwert aufhöre, dann greift er nur noch mit dem Schwert an. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Oh, und der muss ja erst Zeit haben, um seine Pistole aus dem Schwert zu ziehen. Das ist cool. Das heißt, wenn ich auch durchgehend angreife oder abwehre, dann tut er seine Pistole auch nicht weg, wieder rausziehen. Das ist gut. So. Komm her. Und zack. Oh, ich habe vergessen gedrückt zu halten. Zum Glück brauche ich nicht so lange. Ich will lieber mit einem aufgeladenen Schwert hier umlaufen. Da jetzt hat er zum Beispiel immer noch weggesteckt. Ja, sobald ich Abwehr loslasse, dann holt er seine Pistole wieder raus. Cool. So, Bestiendung. So, ein paar Gegner lasse ich aber hier aus, sonst erreiche ich ja in dem Part überhaupt nichts mehr. So, jetzt sind aber zu viele hier. Zack! Aha. Ja, und das heilt die wirklich. Ja, am besten kann ich so aufladen. Wenn er die heilt, dann ist er wohl besser, wenn ich in der Nähe bleibe. Ich kann während eines aufladenden Angriffs auch direkt wieder aufladen. Wie geil. Aber wenn ich 0 TP habe, dann... Ah ne, er kann ja einfach normal angreifen, dann hat er wieder TP. Was hat denn? Und sie studiert wieder ihren komischen Handfetisch. Oder ist was? Verdammt! Okay, Mila! Oh, da konnte ich was einsetzen. Ja, Magenschwert wahrscheinlich mit dir kämpfen. Nix da. Zack. Aber jetzt ist es nur einfach. Okay. Da machen wir noch was. Ein seltsames Fragment. Aber ich hoffe, ich erledige irgendwie die Mission auch. Der Rahmen schwarze Feder. So, aber den nächsten Gegner kümmern wir uns im nächsten Part. Ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.